So, und wir sind jetzt bei der Stadtbibliothek angekommen. Wir werden jetzt nochmal die Archive nach Strangerville durchsuchen. Nein, du sollst ihm immer noch folgen. Wieso verfolgt die Kamera nicht unendlich? Das ist so scheiße. So, hallo. Danach wirst du die anderen Archive durchsuchen. Ungelöst Rätsel von Strangerville. Eine Bewohnerin, die ihre vermisste Katze in der Nähe des Kraters wiederfand, hat berichtet, dass sich das Tier nun aus unerklärlichen Gründen vor Zimmerpflanzen fürchtet und erst zu fauchen aufgehört hat, nachdem sie alle Pflanzen aus dem Haus entfernt hat. Okay, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hallo. Du sollst nicht schlafen, du sollst hier die Archive durchsuchen. Komm, du musst schon ein bisschen noch die Augen offen halten. Kann man mit dir reden? Halt, halt, halt. Wo ist sie hin? Halt. Bleibst du hier? Ich will dich nach der Schlüsselkarte fragen. So. Und nach dem Geheimnis. Rede mit mir. Geschichte von Strangerville. In alten Geschichten. Ich schon seit... Achso, das haben wir eben schon gehabt. Die Explosion, ja. Okay. Also sie kann uns anscheinend nichts Neues erzählen, was Stranger will. Warum hat sie jetzt nichts zur Schlüsselkarte gesagt? Hallo? Nach Schlüsselkarte fragen, na los. Mahine, sonst ist sie weg. Ich habe gehört, die Wissenschaftler und das Militärpersonal haben Zugriff auf eine Schlüsselkarte. Du solltest sie danach fragen. Okay. Ich gucke mich irgendwie gerade so ein bisschen seltsam an. Wabarani Bayumi. Sibu Anamov. Wabarani Bayum. Handolzer Pau. Bleib stehen. Hallo. Flerba. Bleib stehen. Du solltest doch mit ihm reden. Hallo? Torki. Shuksa Fazu. Huh? Oh. Shishitwa. Oh, Dolphus Ravuda. Ah, Dorma. Stu Lane. Dimas. Unga Blashu. Mir wurde gesagt, ich soll nach jemandem Ausschau halten. Was? Hallo? Was war da gerade drinnen? Mir wurde gesagt, ich soll noch jemand Ausschau halten, der die Wissenschaftler und die Leute vom Militär nach Beweisen ausfragt. Weißt du etwas darüber? Nein. Weiß ich nicht. Komm, wir sprechen mal mit der, was Stranger will. Na los. Hopp, hopp. Zack, zack. Geh auch zu dahin. Junge. Machst du heute noch mal was, oder? Ah, Dorma. Ja, Jibs. Was war da gerade? Stabsfeldwebel ab Level 5 der Militärklasse können eine Schlüsselkarte zur Sperrzone des Labors erhalten. Fordere eine Schlüsselkarte am Computer an, dann wird sie dir zugeschickt. Es soll auch Zivilisten geben, die einen Weg gefunden haben, eine Karte zu bekommen. Okay. Viva Deso. Viva Deso, Yerno. Okay. Ulak Zerf. Zombas.
Ja, ja, ja. Jetzt ist ja aber irgendwie keiner mehr da. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, dass wir dann mal nach Hause fahren. Ich bin so aufgeregt. Also wir brauchen eine Schlüsselkarte der Stufe 5. Ja, entweder nehmen wir jetzt eine neue Karriere an, was natürlich irgendwo Blödsinn wäre. Oder wir finden einen Weg, eine Schlüsselkarte zu bekommen als Zivilist. Was wahrscheinlich länger dauern wird, nehme ich mal stark an. So, koch dir was. Nee, nichts kochen, das kostet Geld. Hallo? Schnelle Mahlzeit essen. Ah, das ist gut. Joghurt ist kostenlos. Wieso habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? So. Dann, du isst dir was, dann gehst du mal auf Toilette. Oh mein Gott! Sie ist da! Oh, Schatz! Schatz, du bist da! Du bist ein Geist! Du weißt was über Strangerville. Komm, rede mit mir. Die sagt das auch nur mit dem okay. Beschwer dich mal über die Rechnung. Geheimnis ausplaudern, tiefgründige Unterhaltung. Das ist deine Frau, mach was mit ihr. Los. Cordul Sebi Quoba. Wohnungsschlüssel geben. Ja, machen wir das doch. Wie Leonie und Jason sind gute Freunde geworden. Hallo, wir waren verheiratet. Hallo? Das würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich sehe, dass er da jetzt auf Toilette gehen möchte. So, hallo, du sollst noch ein Schaumbad nehmen? Aber ich kann mit... Oh, sie schläft sogar bei uns im Bett. Oh. Dann braucht er seine Frau wenigstens beim Schlafen nicht zu vermissen. Ja, komm, mach ein bisschen schneller mit dem Baden. Muss ja schließlich auch noch schlafen. Du musst ja auch noch zur Arbeit. Das muss reichen. Komm, los. So, jetzt darf er sich erstmal ausruhen. Bis zum nächsten Tag. Wieso schläft sie denn jetzt? Weil ich ihr einen Haustürschlüssel gegeben habe? Kann das sein? Ist sie jetzt quasi als Geist hier eingezogen? Jason muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja. Sie geht jetzt auch zur Arbeit, oder wie? Verdient sie denn was Geld wenigstens? Das wäre natürlich schon cool. Es tut mir leid, Jason, aber du musst jetzt heute mal ohne Essen zur Arbeit gehen. Ich lasse dich noch ein bisschen schlafen. Das ist ja im Endeffekt auch wichtig. Also wenn du was zu essen auf der Arbeit hast, ist alles gut. Oder wenn du dir da was kaufen kannst. So, komm mal aus deinem Bettchen raus. Du musst arbeiten. Na los. 9 Uhr. Du hast Essen weg, genau. Und damit wird auch dieser Tag beenden. Oh, halt. Was stand da? Ach du Schande. Die Landgrab-Energieversorgung hat den Strom in dein Haus abgestellt. Bezahle deine Rechnung, damit er wieder angeschlossen wird. Aber immerhin. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt heute Geld. Ich weiß jetzt aber nicht, wo das jetzt drin ist. Haushalt. Ja.
Wie kann... Ach, oder war das hier drin? Ich habe schon lange... Dach, Moment, Rechnung bezahlen. Genau. Ich habe schon lange keine Rechnung mehr bezahlen müssen in Sims. Das wurde mal abgebucht. Ich habe wieder Strom. Juhu, juhey. Und ich würde sagen, mit diesem wundervollen Ereignis werde ich diese Folge hier erstmal beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.